An der Westufer des Evros-Flusses, auf einem kleinen Hügel des Dorfes Feres, wo die byzantinische Kleinstadt Vira lag, treffen wir die Kirche Mutter Gottes, die früher Katholikin des Klosters Panagia Kosmosotiras war. Das Kloster wurde im Jahr 1152 von dem Sebastokrator Isaakios Komnenos, Sohn von Alexios des Ersten Komnenos, gegründet. In kurzer Zeit wurde um das Kloster eine kleine Siedlung entwickelt. Nach dem Jahr 1371 wurde das Kloster von den türkischen Generalen Lala Sahin und Evrenos erobert. Das Katholikon des Klosters wurde in Moschee des Süleyman Paschas umgewandelt. Heute sind von dem ganzen Klosterkomplex nur die Kirche Mutter Gottes und einige Teile der Festung erhalten. Das Katholikon, das die Kunst von Konstantinopel des 12. Jahrhunderts ausdrückt, ist eine Kreuzkuppelkirche mit zwei Säulen, fünf Kuppeln und einem Narthex auf der Westseite. Während der Türkenherrschaft wurden die Fenster der Kuppel und der Bögen verändert und der Narthex wurde abgerissen. Obwohl die Kirche nicht so groß ist, sieht sie sehr imposant dank ihrer großen Kuppel aus. Die vier Streben der Außenseite sind später gebaut und wurden zur Verstärkung der Statik der Kirche hergestellt. An der südöstlichen Ecke der Kirche steht ein eingebautes Relief, wo der einköpfige Adler, das Symbol der Komnenendynastie, dargestellt ist. Diese Tatsache verstärkt die Sage, dass hier ein Glied der kaiserlichen Familie beigesetzt worden ist. Im Innenraum der Kirche herrscht die große, zentrale, von Fenster durchlöcherte Kuppel. Vier kleine, von außen achtseitigen Kuppeln wurden hergestellt, damit das Gewicht der großen Kuppel erleichtert wurde. Besonders interessant ist die Tatsache, dass die Antriebe der Kuppel durch vier Kugeldreiecke und vier Bögen an die Außenwände und auf vier Punkte gebracht sind. Auf diese Weise ist ein großer, einheitlicher Innenraum gebildet. Seine Einheit ist ohne Säulengang erreicht. Die Fresken bedeckten den höheren Teil des Innenraums und sind ein wichtiges Muster der Heiligenbildmalerei von Konstantinopel in der Mitte des 12. Jahrhunderts. Unter anderem sind vier militärische Figuren ohne Inschriften dargestellt, die als Glieder der Familie Komnenos betrachtet sind. Zwischen ihnen steht auch der Stifter. Obwohl es keine historischen Beweise gibt, ist nach der Tradition Isaakios Komnenos unter der nordwestlichen Kuppel beerdigt. Darauf weist auch das Fresko der Mutter Gottes, der Retterin der Welt, auf der Nordseite des gewölbten Raumes hin. Maria mit Kind auf der Hand zeigt nach dem Boden der Kirche. Die Kirche ist mit Recht eines der wichtigsten byzantinischen Monumente und ein weltweiter Wallfahrtsort aller Menschen aus Thrakien.